Hallo zusammen, heute möchte ich euch anhand von diesem Bild zeigen, wie man mit einem sehr trockenen Pinsel noch Strukturen aus einem Bild herausarbeiten kann. Das ist ein Bild, das habe ich vor einiger Zeit mal gemalt, da habe ich verschiedene Materialien und Techniken im Bild verarbeitet. Hier, das ist zum Beispiel ein Stück Pappe, was ich anschließend mit so einem Rostmedium eingestrichen habe. Da findet man gelaufene Lasuren, schwarzer Hintergrund, weiße Lasuren oder auch verschiedene Spachtelmassen. Zum Beispiel wie hier Marmormehl. Der ganze mittlere Teil, der ist mir viel zu dunkel. Da, wo das Bild jetzt hängt, kommt kein Licht hin und das muss also noch irgendwas drin passieren. Das muss heller werden. Und bei der Gelegenheit kann ich euch dann einmal zeigen, wie man mit einem trockenen Pinsel arbeitet. Und da könnt ihr vielleicht die ein oder andere mit in eure Bilder reinnehmen. Ich habe mich hier für eine Schnecke entschieden. Die male ich eigentlich ganz gerne. Bei diesen Schnecken ist es wichtig, dass ihr immer daran denkt, dass diese einzelnen Schnecken, ja, Abteile proportional unheimlich größer werden. Also es fängt ganz klein an und die werden dann sehr schnell sehr breit. Das ist ganz wichtig. Und jetzt habe ich hier Farbe auf so einen Pinsel genommen. Der Pinsel war ganz trocken und da ist wirklich wenig Farbe dran und ich reibe jetzt nur über die obere Fläche von diesem Marmormehl, sodass die Rillen immer noch dunkel bleiben. Die einzelnen Schneckensegmente bekommen oben eine helle Seite und unten eine dunkle Seite. Dadurch wirken diese einzelnen Segmente rund. Ich arbeite so, dass die Schichten, die ich vorher gemalt habe, nicht wieder ganz abgedeckt werden, sondern immer noch so ein bisschen durchschimmern. Hier habt ihr nochmal eine Nahaufnahme, da kann man jetzt gut erkennen, dass diese einzelnen Rillen, die in dem Marmormehl sind, gut sichtbar werden. Hier helle ich das jetzt noch weiter auf, allerdings bleibt das nicht so weiß, sondern das bekommt nachher alles noch eine Farbe. Und das ist jetzt die dunkle Seite, wo ich eben von erzählt habe, dass also so eine Schnecke immer eine helle und eine dunkle Seite braucht, beziehungsweise so ein Schneckensegment. Und das seht ihr hier, wie ich das mit einem dünnen Pinsel dann anlege und auch in dieses einzelne Schneckensegment hinein verstreiche.
Jetzt bekommt diese Weißhöhung ihre Farbe und ich benutze ganz bewusst diese Farben hier, die auch schon im Bild vorhanden sind. Auch hier arbeite ich mit einem trockenen Pinsel, an dem wenig Farbe ist, sodass der Untergrund wieder durchschimmert. Wie ihr seht, nehme ich jetzt auch die Finger zu Hilfe, weil ich möchte, dass das eine ganz, ganz dünne Schicht ist. Und ich benutze da die Farbe aus diesem oberen Bereich. Wir kommen jetzt zum Schluss von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über ein Abo würde ich mich freuen oder einen Daumen nach oben. Und ich hoffe sehr, dass ihr wieder was gelernt habt und für eure Bilder etwas mitnehmen konntet, etwas, das ihr anwenden konntet. Ja, und freue mich, wenn wir uns bei einem anderen Video wiedersehen.